Alter, was geht ab, Leute, Junge? Tür Nummer 3. Bio-Erdbeerscheiben, gefriergetrocknet. Ist es das, was ich mir darunter vorstelle? Oh. Komische Konsistenz. So voll fluffig. Sauer. Ich pack's jetzt zu Chong. Wir machen den Podolski-Döner. Ohne Tati, ohne Koch, ohne Brot, ohne Gemüse, nur Fleisch. Schauen wir mal. So, da sind wir, Leute. Ja, das war magisch. Relativ rechtzeitig. Je nachdem, was Bagisch mitgebracht hat an Gemüse, muss man nur noch Brot kaufen gehen. Und Red Bull für Chong. Und dann, ja, schauen wir mal, wer sich vegan traut. Was geht? So, ich kaufe noch schnell ein paar Zutaten. Zwiebel, Brot. Brot fehlt, wichtigste. Leider nicht mehr das geile Brot von AZ, weil der hatte ja komplett Set mit Soße, mit Brot und so. Und Podolski hat nur Fleisch. Ich habe den Stream und den Chat bei Bagisch gelassen, mal schauen, ob er alleine zurechtkommt. Aber hoffentlich. Wir sind hoffentlich nur 10 Minuten, 15 Minuten weg. Ja. So. Stream läuft noch. Bagisch ist zum Glück zurechtgekommen. Servus Leute, ein paar Finanzfragen abchecken. Jetzt geht's gleich los. So. Wir brauchen nur noch jemanden, der Tati, die Verantwortung übernimmt. Das ist mein bester Freund, nicht deiner. Dazu hätten wir mehr erwartet. Tati ist im Livestream-Chat. Er hat die Verantwortung weiter übergeben an Chong. Also, was soll ich dazu sagen? Ja, ein bisschen was kann ich schon sagen, Leute. Ja. Dazu wird noch einiges zu dem Pilzthema wieder schon sehr konzentriert. Mit Tom zusammen, wenn Bitcoin durch die Decke geht, dann werden die sehen, was wir da machen. Oder Hong? Amsterdam Livestream. Ja, Mann, Amsterdam Livestream, Leute, ohne Scheiß. Okay, Leute, erstes Problem. Wir haben noch das alte Öl vom Sonntag in der Pfanne. Und das hier halten. Langsam geht's in Richtung Kochen, Leute. Okay. Falls ihr noch Fragen habt, stellt noch. Ein, zwei Fragen mache ich noch. Halten wir. Chong echt zu krass, ja, ich finde Chong auch krass. Er hat diese. Wisst ihr, was Chong krass hat? Das muss man echt mal sagen. Er hat diese Moves auch bei Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Wisst ihr, was ich meine? So alleine, wenn man Blender Moves. Ja, das kann es auch sein. Einfach nur zum Style, wo man denkt, okay, der ist krass, aber in echt ist er gar nicht krass. Faker. Richtiger Faker. Das ist echt so, Leute. Egal, ob es Karten ziehen, mischen oder so. Chong hat das irgendwie echt gut drauf. Bei ihm schaut es halt stylisch aus. Ohne Scheiß. Ja, also es riecht auf jeden Fall schon mal echt gut. Ja. Ja, Fleisch hat auch gar nicht mal so schlecht. Also das ist kalt. Diesmal. Ja, schaut nach kalt auf. Ja. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen hier zerfuseln, weil es noch ein bisschen gefroren ist. Bisschen teurer als von AZ, aber dafür ist es kalt. Ja, kalt ist immer ein bisschen teurer, ihr müsst euch vorstellen, kalt ist immer teurer. Ja? Ja, klar. Auch beim Dönerladen, wenn ihr mal kalt bestellt, kann es sein, dass es ein paar Cent teurer kostet, als ist als Chicken oder irgendwas anderes. Heute gibt es keinen Kochlöffel. Ich hätte einen Kochlöffel lieber schenken können. So, Mr. Banks, was gibt's heute wieder? Ja, eigentlich koche ich dich nicht. Ja, man geht. Ich schenke. Ja, mach wenigstens das. Sehr gut. Siehst du, Tati? Man geht ja, man, nicht mit beim einer letzten Gabel Mal, oder Löffel. Beim letzten Mal die ganzen Zuschauer. Die ganzen Zuschauer so, mein Gott, die Gabel, oh mein Gott, die Pfanne. Ja, aber auch zu Recht, ganz ehrlich. Die ganzen Zuschauer. Aber es ist nicht so schlimm, das ist eine uralte Wokpfanne. Eben. Die ist eh schon eigentlich kaputt. Also beim Uran. Egal. Stäbchen beste. Ist immer so und dann hinterziehen. Seht ihr es, Leute? So, nochmal. So, Dönerfleisch ist fertig. Das hat ja auch vollkommen 1-2 Minuten nur. Ja. Schaut gut aus. Aber das schaut irgendwie mega gut aus, oder? Ja, Kalbsfleisch.
Jetzt probieren wir mal. So, ein bisschen davon. Schau, wie bei den habe. Macht auch immer so. Food Factory 2.0! Ja. Ja, gell? Oh yes! Wo kennt ihr die Kombo? So, ein bisschen davon. Wo ist der Deckel wieder hin? Ach, ja. So. Machst du schön, machst du schön. Wie beim Türken drauf. Dann nehmen wir hier noch Fleisch, tut man schon drauf. Wo bleiben die saftigen Soundeffekte, Leute? Saftig muss jetzt kommen. So. Was tut man zuerst drauf? Tomaten? Das ist Rucola, oder? Ja. Saftig. Yes, genau. Oh, das ist ernst geil, diese Sounds. Also ich musste ernst leiden, bis das funktioniert, Mann. Letztens getestet. Oh, der gut, aber geschafft. Schade, kein Bauchstreichen. Ja, das geht heute leider nicht. Ich muss auch noch streichen haben. Alter, Tokasaki, willkommen! Hey, willkommen, Tokasaki! Willkommen! So, wie wir Türken dann auch, machst du so? So, Feedback, Mann! Sieht der stabil aus? Sieht mega aus. Halt mal in die Kamera, bitte. Warte. Ja, komm mal. Schon echt nice. Der sieht echt stabil aus. Ein bisschen so hochladen und leiten. Schon echt stabil aus, Leute. Podolski Döner ist da. Saftig, ich bin echt gespannt. Ja, Mann, ich bin auch gespannt auf den Geschmack. Aber es kann nicht gut sein, eigentlich, weil das Brot ist zum Beispiel nicht das krasse Brot. Nicht das krasse Brot von daher. Wir haben, unser Gemüse ist diesmal ein bisschen schlechter gewürzt und so als beim letzten Mal. Ohne Tati's Dressing und so. Reicht dafür falsch für dich, Jung. Ja, reicht das mal. Hier nochmal das Endergebnis. Schon echt super, boah, der Rucola riecht so stark. Das schaut echt nice aus. Ja, Leute. Richtig saftig. Halt immer. Aber das ist noch nicht das richtige Saftig von Tati. Manchmal sagt das doch endkrass, oder? Das hast du noch nicht. Sollen wir so lange probieren, bis das richtig sagt, oder wie? Ja. Irgendwann kriegen wir das Richtige. Und ich weiß, in welchem Pogo-Video er es ernst sagt. In einem Pogo-Video musst du raustun, dann ja. Kannst du es rausschneiden. Tati! Diese Stelle, wie du sagst, ich habe sogar manchmal echt, ist mir alle paar Monate eingefallen und echt nachgeschaut. Ja, du träumst davon. Nee, es hört sich einfach nice an, authentisch. Rest doch mal selber. Okay. Das ist er, Leute. Für Thumbnail kurz posen. Ja, Tati, du kennst mich. Extra wurscht. So, Leute. Zeit zum Testen. Okay, Podolski hat das beste Fleisch. Auch gut, ja. Auch. Mach zusammen. Mach zusammen. Das ist mega. Ja. Die Soße immer noch dieselbe, also schmeckt wie beim letzten Mal. Rucola, Tomaten. Fleisch ist stabil. So, wir ziehen kurz um. Rüber. Dein Fazit. Ciao. Wie findest du es? Gar nicht mal so schlecht, also das Fleisch echt nicht schlecht. Ich finde das Fleisch auch Hammer. Für ein Kreisfleisch, was auf Tiefkühl ist, echt geil. Wie beim Döner auch. Kann man wieder kaufen. Ich gebe dir auch nichts. So. Boah, wieso kriege ich keinen Soundeffekt? Ach, Bitcoin. Erstens warst du nicht da, wo wir das angesprochen haben. Zweitens. Gänsehaut, Digga! Musst du einen erfinden? Ja, okay. Gänsehaut, Digga. Aber der Gänsehaut ist echt zu krass. Saftig. Gib mal dein Fazit, Barisch, zum Fazit, Döner. Fazit: Ich fand von den getesteten Fleischsorten sehr gut. Bisschen teuer. Ich würde es nochmal kaufen aktuell. Ist für mich die Platz 1, dieses Fleisch von Podolski für mich. Ja, war gut.
So, wir haben hier John Banks. Bitwala kaufen oder auf Bitcoin. Tati ist außer Gefecht jetzt. Wie sieht's mit den Sonntagsstreams aus? Was machen wir da jetzt? Oh mein Gott. Was ist unser Plan B jetzt? Euro. Plan B ist, was machen wir jetzt? In Bitcoin? Die Bitcoin? Was machen wir jetzt? Vom Bitwala oder Bitcoin? Also, du hast heute übernommen. Nicht schlecht. War ja stabil gekocht. Ich habe überlegt. Und wie man das schickt und so. Ich weiß ja nicht. Einfaches. Wie gut ja, natürlich. Wir machen was dann, richtig Einfaches. Und dort zwar machen wir so. Vom Cake in DeFi Big kaufen. Mac Toast. Okay. Also dann Toast, kannst du DeFi in Liquidity Mining. Ein bisschen Fleisch drin, so Patties und so. Ja. Und dann machen wir so eine saftige Big Mac Soße. Die mache ich dann selber. Die Döner war lecker. Also wer Big Mac Soße nicht selber machen kann, ist echt. Dönerfleisch das Beste. Kann echt nicht kochen. Ja, machen wir das dann. Der Deutsche hat gewonnen, nicht. Machen wir so ein Doppelding. Richtig geil. Ich schwör's dir. Klingt gut, Mann. Wir sind gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir müssen noch Zutaten kaufen und so. Ja, ja, machen wir schon. Wir kriegen das schon hin, auch ohne Tati oder Vagisch? Ja, klaro. Das kriegen wir schon hin. Was genau nochmal kochen, oder? Kochstream, ja, Kochformat sonntags. Ja, das schaffen wir schon. Natürlich. Schaffen wir weiterhin. Aber komm so schnell, du kannst, Tati, wieder. Was mit den anderen Sachen? Wie sieht's aus? Was können wir da so ohne Tati noch? Ich weiß nicht, heute ist die Stimmung mega gut. Ja, heute. Aber wir haben ja nicht immer was im Kochen am Start. Wir gehen ja auch testen und sowas. Ja, ja. Machen wir das auch ohne Tati noch natürlich, weiter? Natürlich, ich habe komplett Urlaub. Wir haben frei. Es läuft alles nebenbei Investments, ja. Stimmt eigentlich alles. Zeit und so haben wir. Ich habe auch ein paar Probierboxen. Ja, werden, warum kommt immer mit was werden rein? Werden uns jetzt demnächst geschickt. So koreanische Süßigkeitenboxen und so zum Testen. Oida! Oder Balkanbox auch hat... Will uns eine was schicken. Okay, krass. Insektenessen haben wir auch noch am Start. Kommt auch demnächst. Oh, der End's nice. Ja, ich also das können wir alles noch machen. Ja. Bleibt gespannt, Leute. Das abschließende Worte zu heute. Geht. Heute war wieder ein guter Tag. Ich habe wieder saftig essen können. Ein bisschen was über Bitcoin gelernt. Ein bisschen wieder... Ich glaube, es ist alles ein bisschen Mafia. Wir wissen über alte Zeiten gesprochen. Shisha geraucht. Saftiger Ambiente, saftiger Koch, saftiges Essen, Mann. Saubere Toilette. Lieber Gott, was kann man Besseres machen? Gebarisch. Es ist neues Zeitalter, Leute. Worte. Was für rüberkrass. Neues Zeitalter. Ich freue mich mega. Jetzt ist in der Gang Milos, Chong, Hong, ich, Tati. Oder? Nicht so. Also ich freue mich mega drauf. Ich glaube, die Zukunft wird saftig. Ja, Mann, das war's von uns heute. Wie immer, gebt gerne ein Like, ein Kommentar, Abo, checkt die Videos ab, folgt uns auf Twitch. Benutzt den Rabattcode, super saftig. Meldet euch an für Bitcoin, Bitwala, Cake, alles. Benutzt die Links. Das war's von uns. Ciao.